Wir fertigen heute einen Verlobungsring an, im Speziellen einen Spannring. Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in individuellen Anfertigungen. Dabei verwenden wir auch gerne Kundenmaterial. Wie zum Beispiel auch in diesem Fall, bei dem es unserem Kunden ganz besonders wichtig war, dass dieser Verlobungsring aus den Trauringen seiner Großeltern hergestellt wird. Jetzt wird es heiß. Wir kommen zum Einschmelzen. Um einen Ring herzustellen, wird das Material zuerst eingeschmolzen und in eine spezielle Form gegossen. Beim Schmelzvorgang wird eine Temperatur von ca. 1100 Grad erreicht. Zusätzlich wird Schmelzpulver benutzt, um das Material chemisch zu reinigen. Das Ergebnis, ein Stab, auch Eingussrohling genannt. Nachdem wir das Gold eingeschmolzen haben, bringen wir es nun mit Hilfe der Walze in die Grundform. Beim Walzen ist Muskelkraft gefragt. Bei diesem Arbeitsschritt erhält der Stab die gewünschte viereckige Form. Dieser Vorgang wird so oft wiederholt, bis die gewünschten Maße erreicht sind und ein gleichmäßiger Draht herauskommt. Dieser kann nun zu einem Ring gebogen werden. Formgefühl gefragt. Das Fräsen. Der gebogene Draht bekommt nun durch den Fräser die gewünschte Endform. Mit Hilfe einer Feile und Spiegelpapier wird die Form feiner ausgearbeitet. Präzision und Genauigkeit verlangt. Einer der wichtigsten Schritte bei der Ringherstellung ist das Aussägen eines passenden Ausschnittes für den Brillanten als Vorbereitung für die Einfassung des Steins. Um dem Ring jetzt noch einen schönen Glanz zu verleihen, wird er am Ende noch mit einem Polierrädchen und einem speziellen Poliermittel bearbeitet. Das Resultat: ein Spannring mit einer perfekten, hochglänzenden Oberfläche. Fein und sauber ausgearbeitet kommen nun alle Komponenten, die feine Oberfläche, die Farbe des Goldes und das Feuer des Brillanten eindrucksvoll zur Geltung. Und wenn der Kunde seinen Ring bei uns abholt und mit der Sparkassenkarte bezahlt, dann kriegt er im Rahmen der Vorteilsfeldaktion der Sparkasse Reinhardt 3% Cashback. Das gibt eine Menge Geld zurück. Der eine hat sie, der andere nicht. Mit der Sparkassencard gibt's Geld zurück. Jetzt online informieren und bei über 280 Geschäften vor Ort richtig sparen.